Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir gerade in der Digi gedacht. What the fuck? So, ich lese euch jetzt ein paar Pokémon. Ja. Ich muss es gerade suchen. Also, das ist unter das Wissen-Part, was weiß ich wie viel. Da mal gucken. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Also ja, sorry, aber es ist unnützes Wissen Part seit langem. Text eintragen, News. Web, im World Wide Web steht darüber nichts. Der Ruf eines Super German Creepypasta, nein, danke. Pokédex. German Creepypasta, vielleicht lese ich dir mal vor. Was soll ein Creepypasta? Pokédex-Einträge. Mal gucken, mal gucken. Ach komm. Ich sitze die ganze Zeit mit meinem Handy. Und ihr habt nichts von. Und ich labere auch nichts. Okay. Also, und das Wissen geht jetzt mal weiter nach keiner Mühe. Nein. Ja. So, da. Also, ich möchte mal sagen, der beste Eintrag von einem Pokémon, der witzigste, beste und was weiß ich überhaupt für einen Eintrag. Also das Beste ist wirklich von Carpador in Pokémon X und Y. Dieser Eintrag, der ist einfach nur Beste. Carpador ist das unnützeste Pokémon der Welt. Man kann es zu nichts gebrauchen. Genau so steht es im Pokédex drin. Ganz genau so. Ich habe es hier nichts verändert oder so. Es steht wirklich ganz genau so drinnen. Also, nun ja, Pokémon, Dex, Entry kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann euch eine Theorie sagen. Dragosso ist das Kangama, das Kangama immerhin seinen Beutel hat, also sozusagen sein Kind, Junges, was auch immer. Und
Ja, und außerdem, ich wollte sagen, falls jemand What the Fact von Carol kennt, beziehungsweise Meatcake, wie sein Kanal heißt, wo halt diese Videos suchen, diese Videos sind nicht von ihm geklaut. Also, wenn ihr das Video seht, ihr könnt es bei ihm in die Kommentare schreiben. Er kann mir dann auch bei mir in die Kommentare, schreibt ihm, er soll bei mir in die Kommentare dann irgendwo schreiben, hätte mit aufhören soll, weil wenn ich aufhören soll, dann höre ich gerne mit auf, weil es ist nicht geklaut. Ich habe erst, wie ich damit angefangen habe, halt dann das Wort Effekt von Karl entdeckt und das wollte ich nur mal so dazu gesagt haben. So, wenn er möchte, dass ich aufhöre, dann höre ich natürlich. Ich möchte hier ja auch nicht, keine Ahnung, so sein, dass ich jetzt irgendwas anfange und ihr dann denkt, ich habe das geklaut oder so. Und ja. Also schreibt es mir in die Kommentare und wenn er möchte, dass ich aufhöre, soll es mir bei diesem Video unten reinschreiben, ob ich aufhören soll oder nicht. Und wenn ich aufhören soll, höre ich natürlich gerne. Ja, die Maske wieder aufsetzen, weil ihr braucht auch nicht immer meine hässliche Fratze sehen. Okay, und noch was. Gengar soll der Schatten bzw. ein totes Pixie sein, weil die Größe übereinstimmt. Es kommt Pokédex-Nummern, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich nachgucken. Jetzt muss ich mein Hardcore-Spiel suchen. Mein Nintendo auch. Ach nein, vergiss es einfach. Ach, und Glurak soll ab und zu Waldbrennenfoto suchen. Wenn ihr denkt, es ist nicht so schlimm, denkt euch mal, wenn es jetzt im realen Leben eines Glurak geben würde. Denkt euch mal, wenn es einen Waldbrand machen würde. Würden nur nicht Tiere und Menschen aussterben. Die ganze Landschaft wäre irgendwie kaputt eigentlich. Und mein Cayman ist auch. Es lägt wirklich ein bisschen herum und es ist nicht wirklich so, wie es könnte. Ach, und ja, dann würde ich die Aufnahme beenden. Ich habe nicht viel gesagt, ich habe gerade mal 3 Pokédex einmal. Ja, und Fragoso ist halt das Kind von Gama. Und im Pokédex-Eintrag steht sogar, Fragoso trägt die Knochen seiner verstorbenen Mutter. Was darauf hinweisen lässt, dass es ja Knochen von Kangama hat. Und wenn es Knochen von Kangama hat, dann ist Kangama seine Mutter. Wenn man jetzt seinen Knochenschädel-Dingens abnehmen würde, wird es bestimmt so aussehen wie Kangama, ich bin mir das ziemlich sicher. Also ja, Ende dieser Aufnahme.